Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einem Spontan-Orakel. Wir haben Mittwoch, Bergfest, Mitte der Woche. Und wir schauen mal, was diese Woche hier für uns bereithält. Ich mache heute eine Legung mit dem Lichtblick Lena Mordek von Timos Lichtblick, mit Timos Lichtblick-Karten, und werde zum Schluss noch eine Karte aus dem Krafttier-Orakel-Deck ziehen, sowie eine Karte aus dem Sacred Forest. Ja, ich hoffe, dass euch diese neue Kameraausrichtung zugesagt hat, die ich ja in der Wochenlegung das erste Mal ausprobiert habe. Aber ich habe das Gefühl, aufgrund der Kommentare, hoppala, dass die ganz gut angekommen ist. Und bin jetzt eigentlich ganz zufrieden, so wie sich das hier jetzt entwickelt. Ja, und ansonsten, während des Mischens möchte ich euch noch danken für jeden Daumen hoch, für jeden netten Kommentar, natürlich ganz besonders fürs Aktivieren des Glöckchens, womit ihr ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt. Und ich weise nochmal darauf hin, es ist auch heute wieder eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das kennt ihr inzwischen, fühlt in euch rein und dann wisst ihr, ob diese Legung heute für euch passt oder auch nicht. Und ansonsten, alle verwendeten Kartendecks für meine sonstigen anderen Legungen und die heutige findet ihr immer hier unter dem Link in der Infobox. Und jetzt warte ich auf die erste Karte und dann werden wir beginnen. Das sind zu viele. Ich möchte bitte erstmal nur eine Karte, um in die Legung einzusteigen. Und da haben wir sie. So, ihr Lieben, da zeigen sich als erste Karte die Mäuse. Die Mäuse sind immer so ein Hinweis, ja, da nagt etwas an euch. Da ist etwas, was euch belastet, wo ihr ja so ein bisschen in der Luft hängt. Und wir schauen mal, was sich da weiterentwickeln kann. Ja, es wird sich weiterentwickeln, denn wir haben hier den Sarg. Das heißt, hier wird ein Lebenszyklus zu Ende gehen. Nicht schlimm, denn es beginnt dann auch ein neuer. Das heißt, etwas, was hier wirklich euch Kummer und Sorgen bereitet oder bereitet hat, neigt sich jetzt dem Ende zu. Das heißt, es setzt sich hier mit dem Schiff etwas in Gang, was zu einem neuen Lebenszyklus jetzt verhelfen wird. Also mit anderen Worten, es geht in eine neue Richtung. Genau dargestellt hier auch noch einmal mit den Störchen. Das heißt, das Ende dieses Lebenszykluses, das hier euch Kummer und Sorgen bereitet hat, führt zu positiven Veränderungen. Also begrüßt diese Veränderung, begrüßt diesen Tod eines Lebensabschnittes und sprecht, diskutiert auch mit Menschen, die euch nahestehen, über eure Gefühle, sprecht euch aus. Und auch hier noch einmal der Hinweis, unterscheidet sehr genau und sehr differenziert, wer es ehrlich mit euch meint. Wir haben das jetzt des Öfteren in den Karten gesehen. Viele von euch sind zu gutgläubig. Menschen, die euch immer zu Mund reden, sind nicht immer unbedingt die besten Freunde. Kritik, wie ich immer sage, konstruktive Kritik. Man muss sich nicht verletzen, man muss nicht bösartig sein. Aber
indem man vielleicht den anderen liebevoll auch auf Fehler hinweist, ist es eine annehmbare Kritik. Und hier weisen aber die Karten darauf hin, ihr müsst vorsichtiger sein. Ihr seid in vielen Dingen zu vertrauensvoll. Das heißt, nicht jeder, von dem ihr glaubt, dass er euch freundschaftlich verbunden ist, meint es wirklich ehrlich. Seid ein bisschen auf der Hut. Und wir haben hier auch in dem Fall die Schlange. Das heißt, es zeigt sich hier in dem Fall als falsche Person. Ihr wisst ja, dass die Karten im Lenormand haben viele Bedeutungen. Und es kommt immer darauf an, wie die Karten zusammenliegen. In diesem Fall ist es für mich keine Karte, die auf Gesundung hinweist. Im Gegenteil, sie unterstreicht diese Hinterlist, die ich hier eben schon bei dem Fuchs geäußert habe. Es ist jemand in eurem Umfeld, der nur nett tut, aber hinter eurem Rücken integriert und der es nicht so gut meint, wie ihr glaubt. Also bleibt mehr bei euren Gesprächen, bei dem, was ihr weitergebt, bleibt einfach mehr auf der Hab-Acht-Stellung. Vertraut nicht zu sehr. Wir haben hier die Karte der Fabrik. In der Fabrik entsteht etwas Neues und das passt hier zu dem Lebensabschnitt, der sich beendet und der neue, der hier beginnt. Das heißt, ihr seid hier auf dem richtigen Weg, um das Ganze in Gang zu bringen und das Ganze dann auch zu manifestieren. Wir haben hier den Anker. Das heißt, ihr könnt jetzt damit vor Anker gehen. Ihr könnt eure Ziele festigen, ihr könnt sie erreichen. Das Ganze ist jetzt in der Entstehung. Wir haben hier den Bauch. Es reift. Es ist in der Entstehung, auch unterstrichen mit der Fabrik, in diese positiven Veränderungen einzusteigen. Und für viele können diese Veränderungen auch mit einem Gegenüber zusammenhängen. Das kann bei dem einen sein, dass ihr einen neuen Menschen kennengelernt habt, der euch hilft, in diese positiven Veränderungen einzusteigen. Oder aber für die, die schon lange in einer Partnerschaft sind und dort auch glücklich sind, sich aufgehoben fühlen, da sieht man, dass man hier einfach eine neue Richtung einschlägt. Hier ist etwas im Entstehen, etwas Neues, was euch mit einem Gegenüber auch zu positiven Veränderungen führen kann und führen wird. Wichtig sind Gespräche. Sprecht darüber, kommt auf einen Nenner und kommt damit hier mit dem Kind in diesen Neuanfang, der sich hier zeigt. Kommt jetzt in diesen Neuanfang, der hier bereit ist, auch in Herzensdingen. Das heißt, hier können sich für viele von euch wirklich Herzenswünsche erfüllen. Hier geht etwas, hier kommt etwas in Gang, was euch zu diesen positiven Veränderungen und zu Neuanfängen führen wird. Das kann, wie ich eben schon sagte, mit einem beständigen Gegenüber sein. Es kann aber auch für viele eine neue Begegnung sein. Auf jeden Fall haben wir hier mit der Karte die Sterne den Hinweis, ihr kommt jetzt in die Klarheit. Ihr kommt in die Klarheit und in die Wunscherfüllung. Ihr habt die Kraft und die Stärke, um all das jetzt umzusetzen, was euch bewegt. Ihr müsst rauskommen. Ihr müsst rauskommen aus eurem Rückzug. Viele von euch waren in einer Stellung durch Kummer und Sorgen,
dass sie sich distanziert haben, zurückgezogen haben. Aber jetzt, wo hier die Zeit des Entstehens ist, müsst ihr rauskommen. Ihr müsst diesen Umbruch annehmen. Für viele kann es auch wiederum ein Hinweis sein, dass sich der Umbruch auf euren häuslichen Bereich bezieht. Das heißt, es kann zu einem Umzug kommen, es kann zu einer Veränderung innerhalb eures Wohnraums kommen. Was auch immer, es bezieht sich auf euren häuslichen Bereich, wird euch aber auch verhelfen zu wunderbaren Neuanfängen und damit auch in eine Klarheit jetzt zu kommen. Das heißt, ihr erkennt genau jetzt, was ihr wollt und wohin ihr wollt und könnt das Ganze jetzt umsetzen. Ihr habt viele, viele Menschen, die euch helfend die Hände reichen, auf euch zukommen. Und ihr seid jetzt gefragt. Ihr seid gefragt und müsst alles, was negativ ist, einfach rauskehren. Von euch fernhalten. Hier, die falschen Freunde, falsche Menschen erkennen und damit endgültig ein neues Lebenskapitel aufschlagen. Es lüften sich bei vielen von euch auch Geheimnisse. Und ihr erkennt, welches jetzt das neue Kapitel ist, was hier auf euch wartet und was euch endlich wieder in die Ruhe und in die Harmonie zurückbringt, auch innerhalb eurer eigenen Familie. Es warten hier Einladungen, Geschenke und schaut euch an, es wartet Glück und Erfolg. Glück und Erfolg sind hier für euch schon in der Warteposition. Und das mit der Sense schneller, wie ihr denkt. Alles ist hier schon im Entstehen. Es kommt zu neuen Verträgen, zu neuen Beschlüssen. Das kann symbolisch gemeint sein, das kann aber auch etwas darstellen, was in Bezug auf eure Beziehung hindeutet. Das heißt, man findet wieder mit dem Ring näher zueinander und ist in der Lage, Blockaden und Hindernisse endgültig auszuräumen. Und das ist eigentlich das Ziel, was jeder hat. Und schaut euch die letzte Karte an. Wir sehen hier das Kreuz. Das heißt, all das ist hier schicksalhaft vorbestimmt. Es wartet hier etwas Wunderbares an Veränderungen auf euch. Ihr müsst nur bereit sein, den Rückzug zu verlassen, in den Umbruch zu gehen, diese Geburt des Neuen, die Entstehung des Neuen anzunehmen, einen alten Lebenszyklus hinter euch zu lassen, der euch sehr viel Kummer und Sorgen bereitet hat, in Gang zu kommen, positive Veränderungen annehmen und nicht zu vertrauensselig alle eure Pläne weitergeben. Vorsichtiger sein, wem ihr was anvertraut. Es wartet hier Klarheit. Ihr habt die Kraft und die Stärke, wirklich in Gang zu kommen. Und ihr habt genügend helfende Hände, die sich euch hier entgegenstrecken. Ein neues Kapitel eures Lebens beginnt. Es wartet hier Glück und Erfolg. Und das Ganze ist schicksalhaft vorbestimmt. Und an der Unterseite des Decks haben wir den Reiter. Das heißt, hier ist alles schon in Gang gesetzt. Es ist hier alles bereits in Gang gesetzt. Also ich denke, es ist eine wunderbare Aussage für die Wochenmitte. Und ja, damit denke ich, da werden sich viele von euch auch wiederfinden, wo man sagt, ja, immer diese Veränderungen, ich wiederhole mich, ich weiß. Aber es ist wirklich so, das Leben besteht mitunter aus täglichen Veränderungen.
Es ist kein Tag wie der andere. Und auch da sehen wir schon Veränderungen. Hier zeigen sich aber Veränderungen, die euren derzeitigen Lebenszyklus beenden und wirklich in einen neuen einsteigen. Ihr müsst nur bereit sein, anzunehmen. Denn das ist hier im Grunde genommen wirklich das, was hier für euch wartet und was hier auf euch wartet und für euch vorbestimmt ist. Also greift es und erfreut euch an dem, was hier wirklich auf euch wartet, was sich hier zeigt. Es wartet hier wirklich Fantastisches und darum nehmt es bitte an. Und bei den Krafttierkarten haben wir die Karte des Hamsters. Selbstzufriedenheit. Kümmere dich einfach einmal nur um dein eigenes Reich. Sei du selbst und finde die Zufriedenheit in deinem Leben. Genau. Kümmere dich um dich selbst. Das sagt dir auch hier das Kartendeck. Das heißt, diesen Kummer und Sorgen hinter dir lassen, dich wirklich dem hingeben, auf den Weg machen in diese positiven Veränderungen. Kümmere dich um dich selbst und finde die Zufriedenheit in deinem Leben. Sehr, sehr passend auch das Krafttier-Orakel und zu guter Letzt ziehe ich noch eine Karte aus dem Sacred Forest Orakeldeck und da fällt sie schon und da haben wir wunderschön eigentlich auch wieder dargestellt die Karte Kristallhöhle mit der Überschrift Vertrauen. Genau, vertraue dir selbst, vertraue den helfenden Händen, die sich dir entgegenstrecken. Vertraue auf dieses Schicksal, was hier bereit liegt. Aber distanziere dich, erkenne, wo ist Vertrauen angebracht und wo sollte ich vielleicht etwas verschwiegener sein. Vertraue darauf, dass du auf dem richtigen Weg bist und kümmere dich hier einmal nur um dich selbst. Und das Büchlein sagt dazu, lass los. Erlaube es deiner klaren und fokussierten Intuition, sich frei zu entfalten. Folge den kleinen Impulsen deiner Seele. Höre guten Freunden zu. Aber vertraue, und das ist passend dazu, letztlich deinem eigenen Instinkt. So ist es passend ausgedrückt. Ja, ihr Lieben, auch das, denke ich, ist wieder ja, ein guter Wegweiser für den einen oder anderen von euch. Und es liegt nichts Negatives. Wir gehen einfach immer mehr wirklich in positive Ausrichtungen, in positive Zeiten. Wir müssen es nur erkennen. Wir müssen es erkennen und annehmen. Das ist eigentlich hier die Überschrift. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch. Bis bald.